Nö, ich freue mich auch, wenn wir mal wieder natürlich nach Norddeutschland fahren. Ne, das ist ja logisch. Wie oft habe ich bei dem Smileys Pizza Ding in Barmbek gegessen? Ja, ab und zu. Aber nein, die haben aber auch Nudeln und Salat und Lasagne. Ja. Naja, ich habe immer gefragt, ob die da anderes Dressing für mir machen. Ja. Nein, aber wenn du dann von der Haltestelle Heinrich-Helbing-Straße mit der 173 weiterfährst, dann fährst du bis zum Bramfelder Dorfplatz. Ja, das ist der Nachbarstadtteil von Bramfeld. Und da gibt es ein Einkaufscenter. Da möchte ich mit dir... Ja, es war von mir nicht so weit entfernt. Ja, wenn da jemand wohnt, das ist das andere. Na ja, es ist, zu Fuß ist es eine halbe Stunde ungefähr. Also ich bin das auch mal gelaufen. Nein, mir geht es da um ein Restaurant, wo ich Freitagabend war. Oder war es Samstagabend? Ja. Jedenfalls, das ist ein Thailänder. Ja. Und dieser Thailänder würde dir zu 100% gefallen. Ja. Aber ich war auch in der Hand. Ja. Das ist doch ein bisschen schicker. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich, okay. Aber den in Bramfeld kenne ich eben auch. Der ist nicht schick in dem Sinne, als dass er im Einkaufscenter liegt, sondern da schmeckt es auch. Und dann gibt es noch einen in, da war ich auch, in Winterhude. Und zwar, wenn du mit der U3 bis zur Station Siegestraße ist es. Sirichstraße. Ja, und dann fährst du, dann gehst du die Treppe runter und dann kommt so eine Kreuzung. Dann gehst du über die Ampel und da ist sie dann. Da gibt es auch, das hat mir eine Kollegin empfohlen von G&S. Da gibt es einen ganz tollen Eisladen. Da müssen wir mal zum Eisladen. Mit der U3 bis zur Siegestraße, sagte. Dann habe ich das getestet. Und das Eis macht, die machen alles selber. Ja. Komplett. Ja, das ist immer schön, wenn man da arbeitet und gelesen hat, dann auch mal Tipps geben. Ja, sicher. Ja, das Eis ist teurer natürlich, aber es lohnt sich. Ja. Weil ich habe dann gefragt, ja, wie das schmeckt, ne? Weil sie sagte dann, ist ein bisschen teurer.
Ich sag, ja, wie schmeckt denn das Eis? Hallo. Ordentlich oder nicht? Moin. Ja. Ja, sagt sie. Das Eis schmeckt spitze. Ja. Wenn sie jetzt gesagt hätte, das Eis ist seinen Preis nicht wert, dann hätte ich es ignoriert. Ja, ja, ja. Ja, ja, das. Ja, wenn die Familien, wenn die Ostsee weit weg ist, ne? Ne, wenn die Ostsee weit weg ist. Ich meine, in Lübeck würden wir jetzt wahrscheinlich in Travemünde spazieren gehen, ne? Was heißt wahrscheinlich? Natürlich. Nicht wahrscheinlich. Jorge, der geht einmal eine Straße entlang. Weißenhäuser Strand da. Ja. Dann ist er am Strand. Früher, als sie klein waren, waren die da auch oft. Ja. In diesem Kurmittelhaus da. Ja. Da, wo wir auch drin waren. Da waren die dann immer. Die drei Geschwister. Ja. Ja, er hat ja Zwillingsbrüder, ne? Ist natürlich was Besonderes. Nee, aber Frau Schnell sagte, dass die Firmen hier eben nicht so kooperativ sind wie in Norddeutschland. Also sie kennt ja auch Firmen aus Schwerin und natürlich aus ganz Mecklenburg. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie das mit Behinderten in MV ist, weil sie da natürlich dann auch Bescheid weiß. Und sie sagt, in MV ist das so, dass die Unternehmen grundsätzlich eben bereitwilliger sein, solche Leute einzustellen, als in Niedersachsen das der Fall ist. Und ich sag, diese Erfahrung hatte ich auch mit Herrn Hönerbach gemacht, als ich hier schon mal war. Ich sag, das war auch immer sehr schwer hier in Niedersachsen mit den Firmen da. Er sagte, ich weiß, sagte, das ist... Nur konnten sie dann auch nichts für dich ausrichten, ne? Wenn ich da noch das erweitert hat, die Suche, könnten sie auch nichts gebracht. Nee, aber es liegt natürlich auch nicht nur an uns, sondern es lag ja auch an den Unternehmen und
Inwiefern? Du hast doch gesagt, du bist bereit umzuziehen. Und deswegen wollte ich diese auch nicht für ihn suchen. Sie hat aber nichts gefunden. Ja. Und für ihn habt ihr nichts gefunden. Macht nichts. Es ist halt momentan für alle. Egal, ob wieder was noch kommt. Oder es hat. Überall werden sie jetzt Türme zu verkaufen. Erstmal abgehakt. Ja, deswegen. Das ist für ihn mal total verursacht. Glaube ich ja auch nicht, dass diese SBH da, ne, weil sie erwähnt ja das mit dem Praktikum. Ja. So, aber warum sollten die Firmen jetzt? Ja, bin ich mal gespannt, ne? Also ob das überhaupt ein Stichwort ist. Erstmal soll es ja mal so komplett geklärt werden. Praktikum muss man ja dann auch erst, das ist ja dann der nächste übernächste Schritt, wenn man weiß, was, wohin es gehen soll, in welche Richtung, ne? Ja. Das kann ja sein, dass wir auch mal fragen, ja, was haben Sie bisher gemacht? Dann braucht ihr ja, wenn Sie Praktika für Bürokommunikation, ja, wollen Sie da, suchen Sie jetzt weiter ein Bürojob? Und wie war es bisher? Ja, GSF und FINS. Ist dann irgendwann nicht mehr so gut gelaufen. Man kennt auch ein Lager. Ja, wollen Sie jetzt nur Büro machen oder wollen Sie auch mal was anderes machen? Lager hat es ja ganz gut gefallen. Ja, und warum hat es nicht geklappt? Weil dann vielleicht ja, dass dann doch die Arbeit zu anspruchsvoll war. Irgendwie muss man das ja auch so erklären, ne? Und bei G&S haben die dann auch, waren die ja dann auch nicht immer mit den Menschen zufrieden, beziehungsweise haben dann nichts abgefunden. Das, was dir, möglich war, vielleicht, deshalb vielleicht mal die Möglichkeit, auch mal was anderes zu machen. Ja, und wo sehen Sie da noch Möglichkeiten? Wie sieht es aus in dem Bereich der Pflege? Dann sagte ich, nein, auf gar keinen Fall. Praktikum im Altenheim oder im Pflegeheim, ne? Hm. Ja. So, dann ja. Geht das Praktikum schon mal weg. Ne? Das muss ja eigentlich erstmal analysiert werden. Ja, das sind eher, ne? Oder im Einzelhandel, könntest du dir vielleicht auch vorstellen? Ja, könnte ich mir. Und wieder hat einer seinen Hund nicht angeleint. Ja, ich finde es eine Unverschämtheit. Was kann man hier machen? Also vielleicht im Verkauf oder, geh du mal vor. Meine Güte. Kleinen im Winter. Im Sommer, ja, aber jetzt. Geh mal voran. Und so als Satira oder nur du kannst dich so schwer tragen, dann kommt das Thema. Und wegen deiner Augen hast du natürlich auch keinen Führerschein, keinen Gabelstapler und sonst was. Obwohl so einen Gabelstapler fahren, könntest du dir das vielleicht sogar noch vorstellen. Ne? Aber naja, dann machen wir vielleicht auch so einen Test. Wie sind deine Augen? Wie ist deine Reaktionsfähigkeit? Sowas alles, keine Ahnung. So, die haben doch da ihr Programm, was sie immer abziehen. Und das werden sie auch mit dir abziehen. Ja. Und dann wird sich ja erst herauskristallisieren, ja, was könnte man mal probieren, Neues probieren.
bisschen mehr so einfachere Arbeiten, die sich immer wiederholen. Nicht zu fummelig, nicht zu viel systematisch und so weiter.